Willkommen zurück zu Bioshock Infinite. Wir sind hier in so einer Art Station oder kaufen irgendwelche Tickets für einen Park. Und der nette Herr ignoriert uns offensichtlich und hey, Kumpel. Hat uns glaube ich auch schon verraten an die Polente hier. Hau mal auf die Glocke hier. Zwei Tickets für die Fahrt zum Luftschiff First Lady. Ja, Augenblick, Freund. Ja, hab ich. Wie wollen Sie vorgehen? Und schnell, wenn's geht. Verstanden. Ich rufe wieder an, sobald alles klar ist. Das gefällt mir nicht. Ja, schick den Vogel. Wir sind bereit für den Zugriff. Entschuldigung, wird man hier mal bedient? Sicher, Sir. Sorry wegen der Warterei. Was soll denn das? Schnapp sie! Gehen Sie weg von mir! Scheiße. Was doch, eine verdammte Polizistin. Geh weg von mir! Lasst mich raus! Elizabeth! Ich will bleiben, mir vom Leib! Wo ist sie hin? Was? Nein! Zwing mich nicht dazu! Wo ist Elizabeth hin? Ich hab mich aufgepasst. Verdammter Mist. Jesus, der ist aber geschockt worden, ha? Hab ich's jetzt alle erstmal? Was haben wir denn hier? Schrotflinte, sehr schön. Du kommst nicht rein. Wo bist du, ha? Verdammt nochmal, wir hätten doch die Waffe ziehen sollen. Ich dachte, wir hätten uns danach noch... Ich hab die Waffe nicht gezogen, weil ich dachte, wir können uns Ärger so lange wie möglich vom Hals halten. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass er jetzt gleich hier so eine Messeraktion macht. Schlechte Wahl, schlechte Wahl. Stirb. Wo ist der Typ? Ach, da. Mist, das wollte ich jetzt nicht. Hallo. Elizabeth! Verdammt. Ich habe keine Ahnung, wo Elizabeth ist. Ist sie gekidnappt worden? Hat sie sich durch die Tür geportet? Ich habe keine Ahnung. War das doch eine Bullentussi? Ich hab's ja fast schon gedacht. Für einen Moment dachte ich, dass sie irgendwie auf unserer Seite ist und uns, zu einem Vox Populi bringt oder was weiß ich. Irgendwie weg. Dass sie auf jeden Fall auf unserer Seite ist und mit uns reden will, indem sie uns auf irgendwie in einem Park einlädt. Aber das ist die Ticketstelle nicht für irgendeinen Park, sondern für das Luftschiff. Das hatte ich nicht ganz durchblickt am Anfang. So. Dieser Mistkerl. Haben wir den Mistkerl wenigstens erledigt, der uns das Messer reingerammt hat? Ich hoffe es doch. Oh, hier liegt noch was. Ein bisschen Salz. Mörderkrähen, yay. Mein Lieblingsplasmid. Okay. Hier sind wir im Sicherheitsschalter. Das ist der Moment, für den wir geübt haben. Der falsche Hirte ist hier. Der genaue Tag war nicht klar, aber wieder einmal beweist sich die seherische Kraft des Propheten. Die Zielperson unserer Aktion muss lebend gefasst werden. Stirbt sie, stürzt sich der Vogel auf uns. Und der hinterlässt nur namenlose, zerfetzte Körper. Das war schon die sechste Zigarette. Das Warten ist unerträglich. Okay. Das war also die Esther, die wir gekillt haben da. Die Zielperson ist wohl sie. Take her alive, ja. Und sie haben anscheinend Angst vor diesem Vogel, der in diesem komischen Anzug drin ist und der riesig ist und uns gejagt hat da. Und ich weiß nicht, ob der gestorben ist. Ich schätze mal nicht. Hier scheint soweit nichts mehr zu sein. Ach Mist, das wollte ich jetzt nicht. Das ist der Moment, für den wir geübt haben. Der falsche Hirte ist hier. Der genaue Tag war nicht klar. Aber wieder einmal beweist sich die seherische Kraft des Propheten. Die Zielperson unserer Aktion muss lebend gefasst werden. Stirbt sie,
stürzt sich der Vogel auf uns. Und der hinterlässt nur namenlose, zerfetzte Körper. Wo ist sie? Das war schon die sechste Zigarette. Das Warten ist unerträglich. Na toll. Laden wir mal nach hier. Ich höre irgendwas elektrisches. Gefällt mir nicht. Hier ist der scheiß Ticketschalter. Muni für Schrotflinte. Oh, hier ist noch mehr Zeug. Gut, dass wir hier reingeschaut haben. Was haben wir denn hier schönes? Eine Infusion. Ich nehme Salz, ganz ehrlich. Ich fühle mich schon besser. Sehr schön, Booker, wenn du das tust. Das Salz, das ist echt... Wir haben so wenig davon. Das ist so schnell alle, habe ich immer den Eindruck. War es das schon? Sieht so aus. Hier geht's nach oben. Okay. Hat sich aber gelohnt. Eine Infusion gefunden. Oh oh. Oh, wo geht's denn hier hin? Ich bin einfach mal so frei. Ein Hotdog. Hier ist nichts. Was haben wir denn hier noch? Geigenkasten. Mit einer Banane drin. Immerhin. Sonst sind ja immer Schießeisen drin. Mosebohnen. Brauchen wir auch nicht. Das tut schon wieder so unheimlich hier. Da ist noch so ein kleines Eck. Hat sich doch gelohnt, hier runter zu gehen. Yay, ein Voxophon. Monate und Jahre wurden zu Erinnerungen und die Männer im Kongress bekehrten sich zum Guten. Und durch menschliche Technologie und Geld aus Washington schuf der Herr Columbia nach seinem Willen und erhob die Stadt weit über das Sodom unter uns. Ich hatte auf ein schönes Tape gehofft. Aber das war wieder nur dieses Gefasel von Comstock. Und nicht mal irgendwas Informatives. Schade. Das gefällt mir irgendwie nicht. Okay, es ist eine Maschine. Und da oben erwartet Elizabeths. Bleib einfach, wo du bist! Sieht seltsam aus, das Ding. Bleiben Sie mir vom Leib! Hey, komm zurück! Schreibst du denn? Weil wir die jetzt umgelegt haben oder so? Wer dachte sie denn, dass wir sind? Ich bin mir nicht sicher, wo das Problem ist. Vielleicht, weil wir die jetzt alle umgelegt haben. Und jetzt hat sie Angst vor uns. Das könnte ich mir vorstellen. Ja, sie will weg von uns. Kann ich ihr nicht mal so sehr verübeln? Aber das hilft jetzt nichts. Na gut, dann geht's mal los. Sie haben diese Menschen getötet. Ich kann es nicht fassen. Sie sind alle tot. Sie haben sie umgebracht. Elizabeth, ich... Sie sind ein Monster. Was hast du denn gedacht, was passiert? Hast du eine Ahnung, was diese Leute auf sich genommen haben, um dich in diesen Turm zu sperren? Glaubst du, Leute wie die lassen dich einfach gehen? Du bist ein Investment. Und du bist erst sicher, wenn du weit weg von hier bist. Was wollen die von mir? Keine Ahnung. Aber ich lasse mich ganz bestimmt nicht mehr so überrumpeln. Zeigen Sie mal die Hand. Was da eben passiert ist, war noch nicht alles, habe ich recht? Ich weiß es nicht. So. Ja, das glaube ich auch, dass das noch nicht alles war. Da muss ich mich wohl dran gewöhnen. Ich habe einiges über Medizin gelesen. Ich werde versuchen, sie mit Heilmitteln zu versorgen. Und wenn die Wunde mal tiefer geht... versuche ich, sie fürs Diesseits zu bewahren.
Dankeschön, das ist sehr nett von dir. Verdammt, ich könnte mich aber auch ohrfeigen. Hat uns immer ein Messer in die Hand gehauen. Dieser Drecksack. Ich dachte ehrlich gesagt, er will uns jetzt... Ehrlich gesagt, dachte ich, das Schlimmste, was passiert, ist, dass er uns einfach ein bisschen aufhalten will. Bis die Polizei ankommt. Aber hat sich herausgestellt, die waren überall schon da. Was sagt man dazu? Damit hatte ich nicht gerechnet. Vielleicht war es auch... Vielleicht hat der Fahrkartentyp... ist der Fahrkartentyp selber einer von den Sicherheitsleuten gewesen. Wer weiß. Nur ein ganz besonders eifriger Bürger, der zu viele Messer zu Hause rumliegen hat. Hey, da können wir wieder kurz... So viel Zeit muss sein. Yay, Battleship Bay. Was für eine Aussicht. Okay. Welcome to the Soldiers Field. Ferris Wheel, das Riesenrad, First Ladies Aerodome, Hall of Heroes, Arcade, Main Street. Ah, das ist so das Vergnügungsviertel, wie es aussieht hier. Da gehen wir gleich durch. Hall of Heroes Memorial Gift Shop. Why wait? Stop by today. Okay. Welche Soldaten werden da bloß verehrt? Die von Columbia oder andere Südstaaten-Soldaten oder so? Wer weiß. Ich glaube, wir haben hier alles. Entrance. Wo gehen wir denn? Wo geht's denn jetzt überhaupt hin? Aha. Schon wieder Vögel. Soldiers Feet, aha. Four Pin-Size Patriots. Interessant. Okay, los gehen wir. Ah, okay, das Ende des Gebiets. Sie glauben, dass das Mädchen einer Prophezeiung entstammt. Die Leute sterben für ihren Glauben oder sie töten dafür. Yep, diese eine Esther da, von dem wir das... die Aufzeichnung gefunden hatten, die Schallplatte, die war ja sehr erpicht darauf, uns zu fassen. Ja, okay. Irgendwie creepy. Darauf erstmal Müsli. Geschlossen. Oh, das kann Elizabeth knacken. Wenn ich ein paar richtige Lockpicks finde, kriege ich die Tür vielleicht auf. Ah, ich habe auf der anderen Seite was Interessantes gesehen. Den nehmen wir auch gleich. Oder müssen wir da... Ich weiß gar nicht, wo wir hin müssen. Zum Luftschiff, ich weiß, aber... Okay. Was ist das? Oh Gott. Ja, ich habe mich mindestens genauso erschreckt wie du. Oh, ich habe gerade noch das Rand gesehen. Ziemlich ekelhaft. Das Tor ist fest verschlossen. Wie kommen wir jetzt zu dem Luftschiff? Mal sehen, ob ich das Tor von Hand öffnen kann. Hab nichts angefasst. Hab nichts angefasst. Ich schwör's, wir haben es nicht kaputt gemacht, die scheiß Steuerung. Besuchen Sie die Hall of Heroes und lernen Sie das brandneue Shock-Jockey kennen. Wer braucht schon das Elektrizitätswerk? So. Erstmal nehmen wir die Münzen hier mit. Was liegt denn hier? Lockpick-Kit. Mit Lockpicks kann Elizabeth verschlossene Türen öffnen. Interessant. So, Magazinvergrößerung. Erhöht die Magazin bis... Was ist das denn? Was bist du? Bist du ein Upgrade? Armory. Ja, ich glaube, so einen Automaten hatten wir vorher noch nicht. 275 nur. Ist ja ein Schnäppchen im Vergleich zu den anderen Sachen. 50% mehr Pistolenmunition. Das nehme ich gerne.
Sehr gerne sogar. Ich habe Geld gefunden. Soldiers Field, erbaut 1903 von der Hand unseres Propheten. Was interessieren einen Propheten Jahrmarktboden und Karusselle? Das Ganze dient dazu, Kinder an den Dienst am Staat zu gewöhnen. Du meinst ans Militär? Lernt ein Kind auf dem rechten Pfad zu wandeln, so weicht es auch im Alter nicht davon ab. Ist das von dir? Nein. Ja, die hat bestimmt die ganzen Bücher gelesen. Ja, Geld gefunden? Nein. Okay, Elizabeth will uns ihren Silver Eagle nicht mehr geben. Schade. A city in the sky? Impossible. Eine Stadt im Himmel? Unmöglich. Die Grande Dame der Wissenschaften demonstriert ihre Wunder. Okay, alles klar. Das bringt das Ganze zum Fliegen. Raketen, Ballons. Quantenmechanik, sagt die kleine Lady. Wir tippen eher auf weibliche Intuition. Auch ungewöhnlich eigentlich in der Stadt. Weil es ist ja sehr traditionell, dass eine Frau hier für die wissenschaftlichen Sachen zuständig ist. Und jetzt bin ich mir fast sicher, dass Letiz die, von unserem Pärchen ist. Team Münzspielerin, weil die sah nämlich so aus. Außer ich habe mich total verschaut und täusche mich jetzt total. Aber die sah sehr wie die, wie die Frau von dem Pärchen da aus. Okay, da haben wir alles. War hier noch was? Nee, schon gelootet. Okay. Irgendwie so ein Gefühl, dass hier gleich die Hölle los sein wird. Und hier wieder Leute über Leute reinstürmen werden. Die uns eins auf die Hucke hauen wollen. So. Na gut, probieren wir mal. Versuchen Sie es aufzudrücken. Noch nicht. Wartet mal kurz. Ich mache mich erst an den Raum, weil nicht, dass wir hier nicht mehr zurückkommen. Würde mich nicht wundern, um ehrlich zu sein. Heben wir noch den Dietrich hier auf. Da haben wir schon 8 von den Dingern. Was liegt denn hier herum? Sind das Glühbirnen? Keine Ahnung. Versperrt. Na klar. Nein, dann. Bitte. Wow. Schneller hat niemand ein Schloss geknackt, glaube ich. Das ging sehr schnell. Mehr Geld ist immer gut. Hier, gut aufheben. Hep! Dankeschön. Wo sie die mal herzieht? Ich frage mich manchmal auch, ob das einfach die übersehenen Münzen sind. Und wir die dann trotzdem noch bekommen. Hm. Ah, eine Infusion. Darauf hatte ich gehofft und spekuliert. Ja. Mehr Salze, bitte. Oh. Ich hoffe, wir können das auch, wenn wir es bräuchten, ein bisschen umrationieren hier. Die Infusion. Falls mal härtere Gegner kommen, dass wir unsere Schilde oder so verbessern. Und dafür die Infusion ein bisschen wegnehmen von den anderen Sachen. Oh, ein Safe. Das hatten wir noch gar nicht. Das ist ein Kreuzritter. Das sieht nach Ersten Weltkrieg aus, der Typ da. Und ganz viele Kreuze. Okay. Komisch. Da, ein Lockpick. Yay. Du kannst auch Dietrich dazu sagen. Oh. Oh. Wir können nur 3 Waffen mitnehmen. Sehe ich das richtig? Oh, wir haben das MG schon nicht mehr. I see, I see. Ich mag die Schrotflinte. Okay, das ist einfach ein ganz gutes Gewehr. Okay, wir können nur 2 Waffen mitnehmen. Finde ich jetzt nicht so. Was ist, wenn uns jemand toll hier findet? Dann sagen wir suchen nur die Toiletten. Und das klappt? Normalerweise nicht. Guter Plan. Schade, ich bin echt ein bisschen enttäuscht, dass wir nicht mehr Waffen mitnehmen können. 5 Picks benötigt, wow, okay, na gut. Lust, ein Schloss aufzuknacken? Bitteschön. Okay.
Oh, da waren viele drin, sehr viele. Hier ist noch eine Schallplatte. Die Zeit im Comstock-Haus war erträglich. Die Arbeit war natürlich hart, aber erträglich. Bettzeug ausringen, Böden schrubben. Lady Comstock ließ sogar ab und zu mal ein freundliches Wort fallen. Fast hätte ich gedacht, ich habe einen Platz in der Welt dieser Leute. Gott erschafft dumme Mädchen, damit er was zu spielen hat. Ich denke mal, sie hat sich das nicht die ganze Zeit bieten lassen. Die klingt für mich nicht nach einer Frau, die sich einfach in ihr Schicksal fügt. Vielleicht finden wir noch. Daisy Fitzroy, das ist doch die Anführerin. Jetzt kommt's mir erst. Fitzroy, das war doch am Jahrmarkt die Anführerin der Vox Populi. Glaube ich. Okay. Ich glaube, wir haben hier wirklich alles. Eine schöne Pistole. Ich muss dich leider zurücklassen, aber es hilft nichts. Haben wir hier noch nicht Munition für das Ding gefunden? Für das Gewehr? Nee, Salz. Okay. Oh, was war das denn? Hä? Was haben wir da aufgemacht? Da war nichts drin, oder? Ich glaube nicht. Nee, nichts. Leider nichts mehr an Muni. Okay, jetzt schauen wir mal, ob wir diese Tür aufbringen. Wir sind schon viel zu lange hier. Wo war die blöde Tür nochmal? Mist. Shark Jockey. Wer braucht schon das Elektrizitätswerk? Eine dämliche Alternative zu Strom. Scheint nicht sehr gut zu funktionieren. Hm. Ist das eine neue Kraft, die wir uns genehmigen dürfen? Yay, gib mir eine Brise voll. So. Ich vermisse unsere anderen Waffen schon. Was? Da ist sie. Die First Lady. Scheint unterwegs in Stock zu sein. Und sie bringt uns nach Paris? Ja, das ist so eine Frage mit... So eine Sache mit Paris. Stehlen kann Konsequenzen haben? Okay. Soll das eine Warnung Bleib sein bei für mir. Jetzt vielleicht? Ja, Mr. DeWitt. Nenn mich Booker. Oh, okay. Booker. Sollen wir zur Gondel oder wollen wir uns noch ein wenig hier umsehen? An einem Ort wie diesem finden wir bestimmt was Nützliches. Also, dass du überhaupt fragen musst, natürlich umsehen. Ich dachte, wir kennen uns gut genug, dass du diese Frage dir beantworten kannst. Was zum... Das ist der Vogel! Was ist das für ein Vieh? Hm. Ja, so witzig fand ich den gar nicht. Was ist das für ein Vieh? Sons of Columbia, enlist, help Duke fight back the foreign hordes. Wow. Wissen Sie, wieso Sie mich hier rausholen sollen? Die Leute werden wohl was von dir wollen. Unterricht im Schlösserknacken zum Beispiel. Warum Sie? Ich hatte vorher keine Ahnung von dieser Stadt. Hm. Ich dachte, Columbia kennt da unten jedes Kind. Ich war wohl nicht ganz auf der Höhe der Zeit. Ja, vorsichtig ausgedrückt. Wow, so ein schönes Plakat, wollte ich sagen. Okay. Es gibt hier schönes Masken und... Ah, ja. Hier, für die Kasse. Ja? Danke dir. Zuckerwatte, eine Wolke süßer Köstlichkeit. Zuckerwatte. Schon wieder kostenlose Zuckerwatte. Oh ja, ist gut. Wo müssen wir eigentlich hin? Ignoriert er sie und widmet sich über
Ich bin mir nicht ganz sicher. Wer sind Sie, Mr. DeWitt? So eine Art... Ich bin Freiberufler. Hab für die Pinkertons gearbeitet und so. Nichts, was man in seinen Lebenslauf schreibt. Pinkertons? Wurden die nicht engagiert, um die Dinge zu regeln, als die Arbeiter in Streik traten? Regeln. Ja, so kann man es auch nennen. Okay. Ach, wirklich? Wenn wir nicht aufpassen, kriegen wir solchen Ärger, das hätten wir uns nicht träumen lassen. Von Hotelpagen und Spülerinnen? Ach, Edward, du musst deine blühende Fantasie wirklich mal zu etwas Nützlichem einsetzen. Oh, ich habe keine Ahnung, worüber ihr geredet habt. Es kann nichts Gutes gewesen sein, sagen wir es mal so. Sagt ihr irgendwas? Nee. Und, Mr. DeWitt, gibt es eine Frau in Ihrem Leben? Es gab mal eine. Sie starb. Wie? Bei einer Geburt. Oh. Sie haben ein Kind? Nein. Okay, wow. Okay, das war etwas Info. Schauen wir uns das mal an. Der mächtige Songbird. Ach, das ist das Vieh. Fürchtet euch nicht, brave Bürger Kolumbias. Der wahre Patriot hat vom Songbird nichts zu befürchten. Interessant. Aber wo kommt das Vieh her? Das sieht sehr anders aus. Ich hasse das Vieh. Ich denke mal, wir werden es wiedersehen. Was gibt's denn hier Schönes? Ice Cream Shop. Mit 2P. Interessant. Unsere eiskalte kolumbische Eiscreme ist ein kulinarisches Wunder. Aha, wenn du das sagst. Kosten Sie selbst? Wow. Das nenne ich mal Kugeln. Er schrubbt hier wieder. Und als ich nach Washington kam, waren dort wenige im Kongress, die meine Vision von Columbia teilten. Es ist aber Last und Aufgabe des Propheten, die Schlechten zum Guten zu bekehren. Denn was bin ich, wenn nicht ein Spiegel, der das Antlitz Gottes reflektiert? Klar, du bist das, mein Freund. Okay. Hey, ich habe hart dafür gearbeitet. Columbia! Upsi. Abschaum! Ich habe gerade verkackt, aber so richtig. Und am Anfang steht noch da, stehlen lohnt sich nicht oder so. Okay, in Zukunft sollten wir echt aufpassen, was wir looten können und was nicht. Das sollte eigentlich klar sein. Es tut mir jetzt echt leid. Au! Jetzt haben wir echt Probleme. Warum habe ich das gemacht? Nein. Sind da immer noch Gegner? Verdammt. Nein. Verdammt, wie viele kommen da jetzt? Oh Mann, da habe ich echt mal verkackt. Wir sollten von jetzt an wirklich aufpassen, wessen Kasse wir leeren. Tut mir voll leid, vor allem, dass wir den jetzt umlegen mussten. Oh, er sitzt auf einem unsichtbaren Stuhl. Okay. Mist. Mal machen wir. Sind wir jetzt ein bisschen aufgeflogen? Wenn die Leute vorher nicht genau wussten, wo wir sind, wissen sie es jetzt spätestens.
Naja. Oh. Bist du ein Schlaukopf? Oder ein Schwachkopf? Die haben sich alle verzogen. Kann ich auch verstehen. Dieser komische Vogel, ey. Gott, wie groß ist das hier? Der Dollarbill, was hat er denn? Muni, Muni, Muni. Okay. Ich hab Geld gefunden. Yay. Ja, Mr. DeWitt. Dankeschön. Vielen Dank. Ah, okay. Eine Sackgasse. Dietriche, sehr schön. Hier können wir wenigstens looten, ohne Ärger zu bekommen. Yay, Krähenfallenhilfe. Hatten wir noch nicht. Teufelskusshilfe. Größerer Wirkungsbereich, mehr Schaden. Nehmen wir mal die Krähen. Sehr schön. Und Teufelskusshilfe könnten wir uns sogar auch noch leisten. Ja, warum nicht? Her damit. Jetzt haben wir überhaupt keine Kohle mehr. Aber warum nicht? Hey, ich habe irgendwas... Irgendwas hat da geglänzt. Nein? Ich dachte, ich hätte da irgendwas glänzen sehen. Anscheinend doch nicht. Haben wir den schon? Den hatten wir schon. Ja, er leuchtet doch grün. Ja. Na gut. Hier waren wir auch schon. Aber da unten waren wir noch nicht. Nee, da steht keiner, okay. Waren wir da rechts schon? Ich glaube, warte, ich muss jetzt einfach nochmal zurückschauen. Es tut mir leid. Nee, hier waren wir, glaube ich, noch... Doch. Auf jeden Fall gibt es hier nichts. Auch gut, schön, dass man im Spiel rennen kann. Hier war noch ein bisschen Muni drin. So, Aerodrom. Ich denke mal, dass wir da hin müssen. Darauf jetzt, da liegt ist auch unser Luftschiff. Sieht auf jeden Fall so aus. Na, ich denke mal, die lassen uns nicht da einfach so durchspazieren. Hoffentlich haben die anderen jetzt davon nichts mitbekommen, wenn wir hier weitergehen. Oh, yes. Hier ist auch ein Laden. Bibliotheke. Okay. Hier gibt es auch nur ganz hochwertige Literatur. Okay, die Kasse ist schon leer geplündert. Ist nicht so schlecht, können wir wenigstens nichts verkacken. Irgendwas habe ich hier. Ah. Als kleines Mädchen träumte ich oft, ich stünde in einem Raum und sehe ein Mädchen an, das gleichzeitig ich und nicht ich war. Das da stand und ein anderes Mädchen ansah, das ebenfalls gleichzeitig ich und nicht ich war. Meine Mutter nahm das als Albtraum. Ich nahm es als Beginn meiner Laufbahn als Physikerin. Interessant. Okay. Ich glaube, mehr als dieses Tape gibt es hier drin nicht. Aha. Ein Laden. Was hat der denn? Ist er so ein Maskott? Man muss so ein blödes Maskottchen spielen, ne?
Da tut mir leid, ja. Hat auch schon ein paar Schachteln hier geraucht. Ja, putzt hier wieder. Hm. Da, Schlaukopf und Schwachkopf. Sie wissen doch. Denk dran, sei kein Schwachkopf. Wie kann man das nicht kennen? Muss was speziell Kolumbianisches sein. Oh, als Kind habe ich diese Geschichten geliebt. Aber sie sind ein bisschen verstörend. Ja, das hast du sehr gut erkannt. Okay, die Kinder sollen sich das Theater ansehen, solange sie wollen, bis der Prophet uns Weiteres sagt. Der Prophet wird uns sagen, was wir tun sollen. Aber was sage ich den Jungs? Sie stellen so viele Fragen und ich habe keine Antworten. Die Wahrheit ist in Columbia wohl keine Option, würde ich sagen. Oh. Weißt du, Sallys Junge war im Comstock Center. Weiß man schon was? Noch nicht. Oh Gott. Oh je, oh je, oh je. Comstock Center? Was ist das Comstock Center? So eine Art Rekrutierungscenter. Klingt irgendwie so. Na gut. Dann mit dieser schönen Show verabschiede ich mich an dieser Stelle von euch. Wünsche ich noch einen geschmeidigen Tag und bis zum nächsten Mal. Wenn wir hoffentlich nicht von wütenden Ladenbesitzern massakriert werden sollen. Ja. Wir vergreifen uns nicht mehr an Kassen. Ich tue mein Bestes und behalte meine Finger bei mir. Also, macht's gut. Ciao, servus.